Für diesen Klassiker werden zunächst die Rigatoni bissfest gekocht und mit kaltem Wasser abgeschreckt. In einer Pfanne werden Butter und Olivenöl erhitzt und Rinderhackfleisch scharf angebraten. Dazu kommen gehackte Zwiebel, gehackter Knoblauch und Tomatenmark. Das Ganze wird mit Gemüsebrühe und Sahne abgelöscht und mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. In einer Auflaufform werden Nudeln, Soße, Schinken, Erbsen, Basilikum, Parmesan und Mozzarella vermengt, das Ganze mit geriebenen Käse wie zum Beispiel Mozzarella, Gouda oder Parmesan bestreut. Bei 180 Grad Ober-Unterhitze für 18 bis 20 Minuten überbacken. Anschließend mit frischem Basilikum servieren und genießen.